Der Himmel über Hamburg erstrahlt wieder. Bei schönstem Sonnenschein genossen die Spieler des Hamburger SV das Auslaufen am Tag nach dem überraschenden 3:0-Erfolg über Borussia Dortmund. Der Glaube an den Klassenerhalt ist zurück in der Hansestadt, dank Hoffnungsträger Mirko Slomka. Ist ein Arbeiter, das hat man diese Woche im Training gesehen. Wir haben, glaube ich, fast doppelt so viel trainiert wie davor die Wochen. Und auch härter und viele Läufe gemacht. Ich glaube, das hat man gestern an den intensiven Läufen gesehen, die wir dann im Spiel auch absolviert haben. Ja, sehr gut. Das ist halt sehr intensiv. Viel Laufbereitschaft müssen wir zeigen bei den Trainern. Und deswegen denke ich auch, dass wir gestern sehr viel gelaufen sind und auch heute schon. Auch mit Spaß. Und ich denke, das ist auch zurück. Ja, ist keine Magie, sondern Arbeit. Die Gruselserie mit 7 Ligapleiten in Folge ist Geschichte. Der HSV kommt in Form und das gerade rechtzeitig zum Nordderby gegen Werder Bremen. Ja, wie gesagt, wir müssen nachlegen, sonst war der Sieg natürlich nicht umsonst, aber bedeutet er nicht so viel und wir sind gut drauf. Das Selbstvertrauen in Hamburg ist zurück. Der Slomka-Effekt, er hat eingesetzt. Verkehrte Welt dagegen bei Borussia Dortmund. Zwar strahlte auch über Borussias Trainingsgelände die Sonne, die Vorbereitung auf das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in St. Petersburg ist den Schwarz-Gelben dennoch mächtig misslungen. Wähnte man sich beim BVB auf einem guten Weg zu alter Stärke, setzte es in Hamburg völlig überraschend eine deftige Auswärtsniederlage. Der BVB ist gewarnt. Bayer viel zu brav. Bei der 1:3-Niederlage in Wolfsburg zeigte die Elf von Trainer Sami Hyypiä erneut eine ernüchternde Vorstellung. Die letzten 4 Pflichtspiele hat die Werkself verloren. Und in Zeiten der Krise zeigt sich, der Mannschaft fehlt ein Profi, der sich gegen Niederlagen stemmt und die Kollegen mitreißt. Einer, wie es Sami Hyypiä früher war. In dieser desolaten Verfassung droht Bayer sogar, die erneute Qualifikation für die Champions League zu verspielen. Historische Krise in Stuttgart. Die Pleitenserie beim VfB Stuttgart hat mit dem 1:2 gegen Hertha BSC eine historische Dimension erreicht. Begünstigt von 2 umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters hat sich der rasante Absturz fortgesetzt, trotz einer ansprechenden Leistung. Wir haben sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch nach dem 0:1. Und das war die richtige Reaktion und irgendwann wirst du auch wieder dieses Quäntchen Glück auch haben. Und das sollte der VfB bald wieder haben. 7 Niederlagen in Folge, Vereins Negativrekord aus der Saison 1986-87 eingestellt. Der 2. Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte wird mehr und mehr zu einem realen Szenario. Rekord Bayern siegen weiter. 14. Sieg in Folge, seit 47 Spielen ungeschlagen. Bayern München spaziert in der Bundesliga weiter locker und souverän dem 24. Titel entgegen. 4 Tage nach dem Achtelfinal-Hinspielsieg in der Champions League beim FC Arsenal fertigte der Triple-Gewinner auch Hannover 96 mit 4:0 ab und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf unglaubliche 19 Punkte aus. Damit könnten die Rekord-Bayern als erster Bundesliga-Club bereits im März den Titelgewinn feiern. Der Kunstschütze des Spieltags. Es läuft die erste Minute der Nachspielzeit, als sich Hakan Çalhanoğlu den Ball zurechtlegt und ihn aus 41 Metern in einer spektakulären Flugkurve zum 3:0 Endstand im Dortmunder Kasten versenkt. Ein absolutes Traumtor des 20-Jährigen. Gut, verrücktes Tor, klar, das sieht man auch, freut mich auch, kann er auch für seine Videoaufzeichnung für die Zukunft, kann er sich das mal angucken. Es wäre keine Überraschung, sollte es der Kunstschütze des 22. Spieltages in die nähere Auswahl zum Tor des Jahres schaffen.